Moin, hier ist Geeks Live Luxemburg. Wir sind hier für ein Interview zu feiern. Mit wem habe ich denn hier? Nini Michiko. Und was für ein Cosplay machst du gerade? Gerade habe ich mich hier aus Cosplay von No Game No Life. Wie lange hast du gebraucht, für die Cosplay so zu machen? Den aus dem Anfang den einzigen, den ich kaufe. Was hast du sonst noch so für Cosplay? Es sind hauptsächlich ein League of Legends Cosplayer, ich meine viel League of Legends Cosplayer. Ich habe Gnar, ich habe Trindamer, ich habe Katharina, ich arbeite gerade um Syndra. Und ich wollte doch Miss Fortune aufhängen, irgendwann. Wie lange sitzt es dann so ein Cosplay für den zu machen? Es hängt doof, ich kann den Cosplayer an einem Abend machen, wie ich schon ein paar bei einem Tokyo Ghoul Cosplay gemacht habe. Und ich kann dann 6, 8, 9 Mainz machen. Das hängt doof. Was war dann dein erstes Cosplay, das du je gemacht hast? Mein erstes Cosplay war Katharina von League of Legends, war 4 und 3 Jahre für Japan Expo. Was gefällt dir also darin, einen Cosplayer zu machen? Ich fand das interessant und es gibt die Möglichkeit, eine Art zu weisen und Sachen zu bauen, die normalerweise nicht kann bauen. Also die Leute meinen immer so gerne, dass ich so Armoren nicht kann bauen und ich probiere immer gerne, dass es geht. Hast du sonst irgendwelche Projekte, die du in nächster Zeit willst, gerne aufhängen? Also aufhängen habe ich da viel. Ich gebe schon gerne mein Altprojekt fertig, man, das wäre nicht schlecht. Naja, das war nicht viel, merci. Ach, so nicht.